So, moin Leute, willkommen zum neuen Video. Heute wollte ich gerne mal testen, wie gut der Parklenkassistent funktioniert, also das selbstständige Einparken vom Golf und ob man das braucht und wie schnell das geht. Und zu diesem Zweck habe ich mich mal hier in ein Parkhaus begeben, um eine entsprechende Lücke ausfindig zu machen und das Ganze einfach mal live zu testen. So, wie funktioniert dieser Parklenkassistent? Den aktiviert ihr hier und über Park Assist und dann scannt er über die Sensorik links und rechts nach einer passenden Parklücke und würde mir das dann hier im Display anzeigen, wenn er dann was gefunden hat. So, und ich rolle jetzt mal hier irgendwie nur durch. Mal gucken. Und wie wir sehen, er findet nichts. Gar nichts. Also das war ja schon mal ziemlich schlecht. Erster Test durchgefallen, würde ich sagen. Ja, wir geben ihm nochmal eine Chance hier. Die Parklücken sind ja auch so ein bisschen angeschrägt. Vielleicht ist das ein Problem für ihn. Obwohl er das ja eigentlich... Aha, okay, hier hat er eine gefunden. Aber ist ja witzlos. Da sind ja gar nicht zwei Autos nebeneinander. Und nee, die wollen wir nicht. Ich will eigentlich, dass er einen von diesen schrägen Parkplätzen da findet. Ich meine, allein jetzt ist eigentlich der Test schon durchgefallen. Man ist da durchgefahren, wenn man sich jetzt nicht traut, da selber einzuparken. Man müsste jetzt noch eine extra Runde drehen. Das ist ja absolut nicht im Sinne des Erfinders. Aber vielleicht bin ich einfach zu weit mittig gefahren. Vielleicht war ihm das zu weit weg. Machen wir das Ganze normal hier. Und rollen hier ganz langsam dran vorbei. Okay, der hätte ja eine gefunden, aber ich möchte, wie gesagt, gerne hier vorne eine zwischen den Autos. Hier. Okay, ich würde sagen, die nehmen wir einfach mal. Ich könnte jetzt hier, glaube ich, noch auswählen, in welche Richtung ich das Auto stehen möchte. Ja, komm, wir machen es einfach mal mit vorwärts einparken. So, Parklücke wird gesucht. Oh, alles klar. Start. Und bitte langsam rückwärts fahren. Dann machen wir das doch. Ganz langsam. Ach stimmt, der parkt jetzt vorwärts ein. Oh. Das ist aber schon ziemlich eng. Boah, das ist aber sehr eng. Okay. Bitte bremsen. Langsam vorwärts fahren. Er hat jetzt auch nicht die Lücke zwischen den Autos genommen, aber... Okay, langsam vorwärts fahren, immer noch. Bremsen. Und jetzt erst das Lenkrad so stehen, oder was? Langsam rückwärts fahren. Also ich glaube, jeder kann jetzt schon sagen, dass es extrem lange dauert. Und also das soll doch so nicht sein, oder? Jetzt muss ich hier auch höllisch aufpassen. Ich werde schon unkonzentriert und vergesse mir den Verkehr anzugucken. Langsam vorwärts fahren. Okay. Also dass die Lücke schräg ist, hat er offensichtlich mitbekommen. Ja, ich bremse doch. Hindernis erkannt. Bitte Lenkung übernehmen. Parklenk Assist off. Okay, also ich würde einfach mal sagen, das war jetzt hier eine solide 6. Absolut durchgefallen. Die Parklücke hat er zwar erkannt, er hat auch erkannt, dass sie schräg ist, aber das hat ja Ewigkeiten gedauert. Weiß ich nicht, also... Das war jetzt echt, da hat er sich nicht mit Ruhm bekleckert, sagen wir mal so. Okay, also ein bisschen schwieriger Test durchgefallen, würde ich sagen. Vielleicht finde ich ja noch eine Parklücke, die längs zur Straße ist und dann würde ich das noch nachreichen. Ansonsten, ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen, war vielleicht hilfreich für den einen oder anderen. Wenn man jetzt so einen Golf 8 bestellt, ob man dieses Parklenksystem mitbestellen möchte. Also von meiner Seite gibt es hier gar keine Empfehlung für. Das war jetzt wirklich ziemlich schwach. Okay, wenn ich noch eine Lücke finde, dann bis gleich. Ansonsten bis zum nächsten Video. So, nach der Misere gerade im Parkhaus bin ich jetzt hier in irgendein Wohngebiet abgetaucht. Um den Kollegen hier vielleicht doch nochmal eine Chance zu geben, seinen Parklenkassistent auf die Probe zu stellen. Und ich glaube, ich habe sogar weiter vorne eine Lücke entdeckt, wo man es mal versuchen könnte. Und das ist längs zur Straße und das versuchen wir jetzt einfach nochmal. Vielleicht kann er hier noch ein bisschen seinen Ruf wiederherstellen. Schauen wir mal. Schauen wir mal.
das war ja gerade, also im Parkhaus, das war ja überhaupt nichts. Gut, es war nicht ganz ausgeleuchtet, nicht richtig hell und die Parklücken waren zudem noch schräg zur Fahrbahn. Vielleicht haben wir einfach ein bisschen überfordert, aber boah, für den Preis, was das System Aufpreis kostet, hätte ich mir schon vorgestellt, dass er das kann. Okay, da vorne ist die Lücke. Ich versuche es jetzt einfach nochmal. Ich starte jetzt diesen Assist hier. Und jetzt scannt er wieder fleißig. Wir schauen mal, hier zwischen ginge. Ich weiß nicht, ob da vorne genug Platz ist. Ich glaube, das ginge auch. Ist auch ein bisschen enger vielleicht. So, scannen wir mal. Ne, hat er nicht erkannt. Doch, hat er erkannt. Start. Bitte langsam rückwärts fahren. Das machen wir doch. Er hat die Lücke immerhin schon mal erkannt. Ich bin mal gespannt, wie viel Platz er zum Bordstein lässt. Langsam rückwärts fahren. Aber das geht tatsächlich ganz gut. Ja. Bremsen. Langsam vorwärts fahren. Noch weiter? Okay. Ach, er zeigt sogar an dem Balken hier, wie weit ich noch vorwärts fahren muss, den jeweiligen Schritt. Bremsen. Okay, ich würde sagen, das hat tatsächlich einigermaßen in Ordnung funktioniert. Abstand zum Bordstein ist, ich würde schätzen, gute 30 cm, also ein bisschen mehr, als was ich jetzt wahrscheinlich selber eingeparkt hätte. Aber ja, links einparken funktioniert dann doch deutlich besser als quer zur Fahrbahn. Okay, wie versprochen, der nachgelieferte Einparkversuch längs zur Straße. Hoffe, Video hat euch gefallen, war vielleicht ein bisschen hilfreich. Wenn es gefallen hat, gerne Like, Kommentar und schreibt mal rein, was wir vielleicht noch testen sollen.